Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wundert euch bitte nicht. Meine Augen, ich hatte gerade einen leichten Kontaktlinsenunfall. Es ist super gerötet und tränt. Aber ich wollte unbedingt dieses Video für euch drehen. Deswegen versuchen wir einfach, uns nicht davon stören zu lassen. Aber passend zum Thema Rot ist dieses Video. Denn ich möchte eine Transformation mit mir machen. Und zwar All Red. Everything. Ich möchte mich komplett rot schminken, also roten Lidschatten, rote Lippen und rote Haare. Und bin so gespannt, wie das aussehen wird. Das werden wir jetzt zusammen machen. Wir werden auch ein paar neue Produkte ausprobieren, eine Perücke. Und das machen wir jetzt. Und ich bin sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Passend zu meinem Auge. Yay. Und kurz vorab, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, solltet ihr das auf jeden Fall tun, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Und klickt auf jeden Fall auf das kleine Glöckchen, denn dann bekommt ihr immer so eine kleine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir online kommt. Und dann kommentiert auf jeden Fall dieses Video mit dem Hashtag Glocke aktiv, wenn ihr das getan habt. Denn dann habt ihr die Chance, im nächsten Video gegrüßt zu werden. Ich grüße immer zwei Leute von euch. Und so auch in diesem Video. Yo, Grüße gehen einmal raus an Fiona. Du wolltest gegrüßt werden. Jetzt wirst du gegrüßt, bitteschön. Und einmal an die Sabine. Vielen Dank für eure Kommentare. Und noch eine kleine Self-Promo. Ihr solltet auf jeden Fall auf meinem Vlog-Kanal vorbeischauen, Daily Onessa. Der ist auch hier oben bei dem i verlinkt und natürlich auch immer in der Infobox. Denn da werden bald oder jetzt schon, ich weiß noch gar nicht, wann das Video online kommt, es werden auf jeden Fall Videos entweder kommen oder schon da sein aus Amerika. Und ich freue mich. Tierisch. Also, beginnen wir mit dem Video. Ich möchte heute ein paar neue Produkte von BH Cosmetics ausprobieren. Und zwar zum einen die Zodiac-Palette und zwar die Love Signs-Palette. Bin ich richtig gespannt drauf. Und dann habe ich eine neue Highlight-Palette und zwar die Duo Light Highlight 9 Color Palette. Und zu guter Letzt habe ich das hier noch. Das ist so ein Eyelight, so ein rotes Glitzer-Flüssig-Zeug. Für die Augen. Das werden wir alles ausprobieren und dann noch eine Perücke. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Look. Fangen wir an. Tada! Also vorab muss ich ja mal sagen, wie wunderschön ist bitte diese Palette. Wow, die ist ja wunderschön. Himmel, Herrgott. Okay, damit werden wir jetzt was schminken. Ich bin leider Gottes in diesem Fall Steinbock. Das ist nämlich hier diese Farbe und das möchte ich nie benutzen, weil ich möchte... Red. Also ich denke, wir werden uns eher so in diesem Bereich hier bewegen. Vielleicht auch noch das. Aber der ganze Rest, nein. Und ich habe auch schon die normale Zodiac-Palette von BH Cosmetics. Finde die super. Die Pigmentierung ist 1A. Und schauen wir mal, ob diese auch so ist. Als allererstes werde ich in diese Farbe hier gehen und die als Transition-Color für meine Lidfalte benutzen. Die gebe ich einfach mit einem fluffigen, oh Gott, Pinsel. Seht ihr, was ich meine mit der Pigmentierung? Halleluja. Hier in die Lidfalte. Eigentlich ist die ein bisschen zu dunkel dafür, aber das kriegen wir schon hin. Wird halt ein intensives Augen-Make-up, kein Problem. So, blende das schön bis zur Augenbraue aus. Und das Ganze mache ich jetzt am anderen Auge. An meinem damaged Auge. Wie es einfach direkt wieder tränt, nur weil ich da Lidschatten gemacht habe. Ich würde so gerne meine Augen lasern lassen, Leute. Ehrlich, damit ich diese Probleme nicht mehr habe. Okay, weiter geht's. Okay, als nächstes werde ich hier in dieses Pink gehen. Boah, ey Leute, die sind so krass pigmentiert, diese Farben. Ich klopfe das mal ab. Gebe das in den äußeren Augenwinkel und in die Lidfalte, aber das gebe ich nicht so weit nach oben wie die Farbe vorher, sodass da halt ein Übergang ist zwischen den beiden Farben. So. Als nächstes gehe ich hier unten in diese Glitzerfarbe mit einem Pinsel und gebe die komplett auf mein bewegliches Lid. Und schaut mal, Leute, die Farbe ist nicht angefeuchtet, nicht mit dem Finger aufgetragen oder sonst irgendwas. Das ist der Wahnsinn. Aber ein bisschen Fallout ist da. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber das macht nichts. Bei der Pigmentierung einfach wegpinseln und weiter geht's. Oh. So, jetzt nehme ich mir nochmal den Blendepinsel von eben und gehe hier in dieses dunklere Braunrot rein. Und verdunkel damit nochmal meinen Außenwinkel. Und ein bisschen in die Lidfalte. Und ich glaube, diese Farbe gebe ich mir jetzt auch an meinen unteren Augen. Nee, unteren Wimpernkranz. Also die Pigmentierung ist echt, 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 echt krass. Ich kann euch übrigens auch mal das Video verlinken, wo ich die erste Zodiac-Palette getestet habe. Verlinke ich mal hier oben hin. So, nun verschmilzt mein Augen-Make-up mit meinem roten Auge. Super. So, ich probiere jetzt mal, ob sich diese Farbe hier eignet, um meine Augenbraue zu highlighten, weil die sieht eigentlich ganz passend dafür aus. Ich glaube, das kann man machen. Dann verblende ich die Farben hier nochmal ineinander, damit da keine scharfen Kanten sind. Okay. Eigentlich wollte ich Fake Lashes aufkleben und dann den Look so lassen, aber ich glaube, das mache ich nicht wegen meinem Auge. Ich glaube, ich mache stattdessen einen Eyeliner.
Ja, aber vorher probieren wir noch dieses kleine süße Produkt hier aus. Das ist übrigens alles von BH Cosmetics jetzt. Also ich habe sowas, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben benutzt. Also das sieht aus wie Lipgloss. Mal sehen. Oh. Oh krass, das sieht richtig geil aus. Ich dachte zwar, das wäre rötlicher und hat nicht so ein Holo-Blau-Schimmer. Aber das ist cool. Aber ich glaube, ich hätte nicht mit dem Finger drüber gehen sollen. Ich glaube, ich habe jetzt hier ein bisschen Farbe weggenommen. Ich habe keine Ahnung, wie man solche Produkte benutzt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich lasse das so. Das ist ganz gut. So. Okay, dann gibt es jetzt einen Eyeliner statt Fake Lashes. Und zwar den Super Skinny Eye Marker von NYX. Kann man machen. So, Next Step, bisschen Mascara und Kajal. Okay, Augen-Make-up ist soweit ready. Jetzt kommen wir zur Highlight-Palette. Und zwar diese. Die sieht so schon wunderschön aus. Die sieht aus wie ein Traum. Wow. Wow, wow, wow. Schön. Okay. Ich werde diese Farbe hier für meinen inneren Augenwinkel benutzen. Halleluja. Ganz bisschen unter die Augenbraue. Also Leute, BH Cosmetics hat's echt drauf. Der Highlighter kommt irgendwie ein bisschen goldiger rüber, weil in der Packung sieht der eigentlich rosa-pink aus. Aber er ist wunderschön. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal hier in das Pink und gebe das ein bisschen drüber. Okay, für mein Gesicht nehme ich jetzt diese Farbe hier. Nicht schlecht. Boah, das schimmert so holomäßig. Das ist voll geil. So, und die Lippen werden jetzt natürlich auch rot. Wir wollen ja All Red Everything. Da habe ich jetzt von NYX den Liquid Suede Lipstick in Cherry Skies. So ein bisschen dunkler, aber noch sehr rot. Okay, dann kommen wir jetzt zum Final Part und zwar die Haare, weil das ändert jetzt den kompletten Look. Ich habe hier eine Perücke von Donna Love Hair und die ist komplett rot. Das ist keine bezahlte Kooperation übrigens, aber ich habe die Perücke umsonst zugeschickt bekommen. Aber ich werde nicht für dieses Video bezahlt. Das Ganze sieht so aus, ihr könnt schon ein bisschen was erahnen. Da ist übrigens immer eine Perücke drin, ein Perückennetz und eine Bürste dafür. Was sehr, sehr praktisch ist. So, als allererstes werde ich jetzt das Perückennetz aufziehen und werde dann unfassbar sexy aussehen. Love it. Okay, das hier ist die Perücke. Die sieht so schön aus. Oh mein Gott, ich finde die so schön. Da werde ich jetzt als erstes dieses Netz hier oben bis zum Haaransatz abschneiden, damit man das gleich nicht mehr sieht. So, von innen sieht die Perücke übrigens so aus. Die hat hier zwei Klammern an der Seite, wo man das festklemmen kann. Und hier eine. Und hier zwei Verschlüsse, wo man dann die Perücke enger und weiter stellen kann später. So, und jetzt das Ganze über Kopf aufsetzen. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde die Perücke mega geil. Und um das Ganze noch ein bisschen natürlicher wirken zu lassen, könnt ihr euch einen Pinsel nehmen mit ein bisschen Concealer dran. Und dann dort, wo ihr euren Scheitel gemacht habt bei der Perücke, weil den sieht man kaum, könnt ihr so ein bisschen drüber gehen, damit es einfach mehr aussieht wie ein Scheitel. Übrigens, den Link zur Perücke und zur Seite, wo ich die Perücke her habe, findet ihr in der Infobox unter Video. Und ansonsten könnt ihr alles mit der Perücke machen. Ihr könnt die frisieren, glätten, locken, waschen, alles Mögliche. So, und das ist jetzt mein fertiger Look. Meint ihr, mir würden so rote Haare stehen? Unten sind die vor allem voll geil. Oh, diese Farbe. Oh, schön. Ich habe jetzt mal so einen Seitenscheitel übrigens gemacht mit der Perücke. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Sagen, war es das mit meiner kleinen Transformation zur Red Queen. Bin gespannt auf euer Feedback und schreibt mir mal, ob ihr nochmal solche Videos sehen wollt. Vielleicht mit einem ganz anderen Look. Es gibt ja eine Million. Ich habe auch schon mal Gothic gemacht. Was gibt's da noch sonst? Barbie oder irgendwas in Blau, Grün. Alles Mögliche. Schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis dann. Bye. Übrigens, den Link zur Perücke und zur Seite, wo ich die Perücke her habe, findet ihr in der Infobox unter Video.